Oh, hör mal, Charlie. Wenn Fernando mit der Terrasse fertig ist, könnte er doch das Loch im Dach flicken, wo die Eichhörnchen reinkommen. Könnte er nicht. Wieso? Ich liebe Eichhörnchen. Hey, ich hab sie auch gern. Aber sie kriegen Junge im Kriechboden und sterben dort auch. Deshalb liebe ich sie ja. Ich finde ihre Händchen süß. Komm schon, Charlie, Fernando müsste doch nur ein... Vergiss Fernando. Ich hab mir gedacht, er soll nicht mal die Terrasse fertig machen. Willst du ihn rauswerfen? Nein, will ich nicht. Ich finde nur seine Arbeit nicht professionell. Er verschwendet viel zu viel Holz. Und Holz wächst nicht einfach auf den Bäumen. Er soll gehen. Charlie, wem willst du was vormachen? Du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Ameisenbären sind noch cooler als Eichhörnchen. Die sehen so idiotisch aus. Ich bin nicht eifersüchtig. Und ihr Name sagt einem, was sie fressen. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Ich bin Omnivore, das heißt, ich esse alles. Ja, haben wir gemerkt. Halt die Klappe. Ich bin nicht eifersüchtig. Charlie, du willst ihn nur feuern, weil er jünger ist als du und besser aussieht. Und er kann singen. Das hat nicht das Geringste damit zu tun. Und ich kann auch singen. Ja, aber wie? Ich bin fertig für heute. Sehen wir uns morgen? Warten Sie, Fernando. Ich will ihm was sagen. Ja? Unwichtig. Gute Nacht. Gibt es ein Problem? Weil ich möchte, dass alles perfekt für Sie wird. Sie sind ein guter Mann. Ich respektiere Sie. Sie erinnern mich an meinen seligen Vater. Danke. Er war weise und stark. Und dann wurde er von der Syphilis verrückt. Wie ich schon sagte, danke. Gute Nacht. Buenas noches. Ich dachte, du wolltest ihn feuern. Oder bist du eine Sekunde lang verrückt geworden? Keine Ahnung, ich konnte es einfach nicht. Ich glaube, es sind seine Augen. Es ist, als blickten sie einem tief in die Seele. Ja, das hat Mom auch gesagt. Es gab Frauen, die haben das auch von meinen Augen gesagt. Wirklich? Die sind doch so milchig und blutunterlaufen. Ja, genau, das Rechte sieht aus, als würde es etwas hängen. Ja, stimmt, du hast recht. Okay, okay, das genügt. Komm schon, Charlie, du kannst doch nicht mit einem Jungen mithalten, der gerade mal halb so alt ist wie du. Ich will gar nicht mithalten. Das solltest du auch nicht, weil es völlig natürlich ist. Jede Generation übergibt den Stab an die nächste. Das Kind wird zum Jäger. Der Jäger wird zum geachteten Senior. Wenn du zu alt bist, um den Büffel zu jagen, wird es Zeit, zu Hause mit den alten Frauen Tischdecken zu sticken. Sticken? Oder man webt Decken, unterhält das Feuer, lehrt die Kinder zu schnitzen. Büffel sind auch cool. Die sind wie beinharte Kühe.